kommen zum Tagesordnungspunkt 15. Hier haben wir die zweite Lesung des Gesetzesentwurfs in Sachen IT-Planungsrat. Berichterstatter ist der Kollege Eckert, ansonsten ohne Aussprache. Herr Kollege Eckert, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zu dem ersten Staatsvertrag und so weiter, den Titel spare ich mir. Wir haben uns im Ausschuss für Digitales und Datenschutz mit dem Thema beschäftigt, und der Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen, bei Zustimmung von CDU, Bündnis 90 die Grünen und SPD, bei Enthaltung der AfD und DIE LINKE und Abwesenheit der Freien Demokraten. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Eckert. Dann lasse ich über das Gesetz, den Gesetzentwurf in Fassung der Beschlussempfehlung abstimmen. Wer für Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD, von Bündnis 90 die Grünen, der CDU und der Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich die Stimme? Das ist die Fraktion der AfD und die Fraktion der Linkspartei. Damit ist der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben.